Okay, hier ist mal eine vollständige Induktion, die erstmal seltsam aussieht und die auch nicht stimmt. Und wir gucken uns mal an, wo das Problem liegt. Und zwar behaupte ich mal was. Behauptung. Behauptung. Alle natürlichen Zahlen sind gleich, ne? Alle natürlichen Zahlen sind gleich, behaupte ich mal. Also letztlich bedeutet das 0 ist gleich 1, ist gleich 2, ist gleich 3, ist gleich 4, ist gleich 5, ist gleich und so weiter, ne? Also es geht um n mit der 0, ne? Spielt eigentlich keine Rolle, aber wir nehmen bei den natürlichen Zahlen mit der 0 und ich behaupte, alle sind gleich. So, jetzt behaupte ich, ich habe einen Beweis dafür gefunden, ne? Und zwar folgenden Beweis. Wir machen Induktion, vollständige Induktion, ne? Induktionsanfang. Bedeutet jetzt in dem Fall, die kleinste natürliche Zahl ist gleich sich selbst, ne? 0 gleich 0, stimmt, super. So. Induktionsschritt kommt jetzt. Induktionsschritt. Wir schließen von n gleich k auf n gleich k plus 1. Ne? Also jetzt behaupten wir, die ersten k-Zahlen sind identisch. Induktionsannahme. 0 gleich 1 gleich 2 gleich Punkt, Punkt, Punkt gleich k minus 1 gleich k. Ne? Die ersten K-Zahlen sind identisch. Und jetzt zu zeigen, dass dann auch die ersten K plus 1 Zahlen identisch sind. Also 0 gleich 1 gleich 2 gleich und so weiter. Gleich, machen wir mal gleich K minus 1 gleich K plus 1. Okay? So. Das heißt, wir gehen davon aus, die ersten K-Zahlen sind gleich und dann schließen wir darauf, dass dann auch die ersten K plus 1-Zahlen gleich sind. Und wenn das stimmt, dann haben wir eine vollständige Induktion gemacht, ne? Und dann haben wir es ja eigentlich gezeigt. So, wie läuft jetzt aber der Beweis? Wir müssen den Induktionsschritt ja noch machen, ne? Und zwar gehen wir mal von der Induktionsannahme aus. Von der dürfen wir ja ausgehen, ne? Die Induktionsannahme sagt uns, die ersten K-Zahlen sind gleich und das dürfen wir verwenden. Also, es gilt nach der Induktionsannahme, 0 gleich 1 gleich 2 gleich Punkt, Punkt, Punkt gleich k minus 1 gleich k. So. Jetzt können wir ja mal Folgendes machen. Wir addieren einfach mal auf alle Zahlen 1 drauf. Ne? Demnach gilt auch 1 gleich 2, also ich addiere auf die 0 1 drauf, auf die 1 1 drauf, auf die 2 1 drauf und so weiter. Ne? Ich addiere auf k minus 1 1 drauf und ich addiere auf k 1 drauf, so. Also ich habe hier auf alle Zahlen 1 drauf, dann muss die Gleichheit ja weiterhin gegeben sein. Also es gilt ja 1 gleich 2 gleich 3 gleich und so weiter gleich k plus 1. Außerdem wissen wir ja, in der Induktionsannahme steckt ja außerdem drin hier 0 gleich 1. Ne? Also wissen wir, außerdem gilt 0 gleich 1. Und demnach ist 0 gleich 1. Und weil die 1 gleich 2 ist, auch gleich 2 gleich 3 gleich und so weiter gleich k. Gleich k plus 1. Also nochmal, wir haben die Induktionsannahme hergenommen, haben dann auf alles 1 drauf addiert und dann haben wir außerdem noch diese Gleichheit hier genommen und vorne dran gesetzt, ne, und gezeigt, dass alle Zahlen identisch sind. So. Also QED, oder? Hier. Alle natürlichen Zahlen sind gleich. Das ist natürlich Quatsch, ne? Es sind nicht alle natürlichen Zahlen gleich. Die Frage ist jetzt nur, wo ist der Fehler im Beweis? Der ist gar nicht so einfach zu finden. Also am besten würde ich sagen, ihr stoppt jetzt mal das Video, ne? Und versucht es mal selbst rauszukriegen. So. Also, Video stoppen. Und selbst rauskriegen. So.
Okay. Habt ihr gestoppt? Wirklich? Alles klar. So. Aber jetzt, nachdem ihr jetzt das Video gestoppt habt und selbst rausgekriegt habt, erkläre ich euch, wie es geht. Okay. Insofern solltet ihr jetzt nur wirklich weiter zugucken, wenn ihr es schon wisst oder schon wirklich darüber Gedanken gemacht habt. Ne? Okay. Ich verrate es euch jetzt. Aufgepasst. Also, der Punkt ist der folgende. Bei der vollständigen Induktion haben wir ja folgendes Prinzip. Wir zeigen es für das kleinste Element, in dem Fall die 0. Und wir machen das folgende. Wir zeigen, wenn es für k gilt, dann gilt es auch für den Nachfolger von k, ne? Das sind die zwei Dinge, die wir zeigen. Erstens Anker oder Induktionsverankerung. Zweitens Induktionsanfang, sag mal, Induktionsanfang und dann hier zweitens Induktionsschritt. Das sind die beiden Dinge, die wir zeigen. Dann haben wir es für die 0 gezeigt und wenn wir es für die 0 gezeigt haben, auch für die 1. Und wenn wir es für die 1 gezeigt haben, auch für die 2. Und wenn wir es für die 2 gezeigt haben, auch für die 3 und so weiter. Und damit für alle natürlichen Zahlen. Das heißt also, letztlich funktioniert es ja folgendermaßen, ne? Ich zeige es für die 0. Nehmen wir mal eine andere Farbe hier. So. Ich zeige es für die 0. Ist es die andere Farbe? Nee. Warte mal. So. Jetzt aber. Ich zeige es für die 0. So. Und ich habe diesen Schritt hier gezeigt, ne? Und weil ich es für die 0 gezeigt habe und ich gezeigt habe, dass wenn es für k gilt, dann auch für das Nachfolger, dann weiß ich, es gilt auch für die 1. Und weil ich es für die 1 gezeigt habe, weiß ich, es gilt auch für die 2. Und weil ich es für die 2 gezeigt habe, weiß ich, es gilt auch für die 3. Und weil ich es für die 3 gezeigt habe, weiß ich, es gilt auch für die 4. Langsam wird euch langweilig. Ne? Und so weiter und so weiter. Ne? Und es geht natürlich unendlich weiter. Das heißt, ich habe so alle natürlichen Zahlen gezeigt. So. Jetzt schauen wir mal, wo der Knackpunkt liegt. Hier oben haben wir gesagt, wir haben es für die ersten k-Zahlen gezeigt. Also der Induktionsanfang ist offensichtlich richtig, 0 gleich 0. Ne? So. Jetzt haben wir es hier für die ersten k-Zahlen gezeigt und wollen dann auch daraus folgern, dass für den nächsten k plus 1 gilt. So. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn angenommen wir nehmen k gleich 2. Ne? Also im Induktionsschritt. Angenommen, k ist gleich 2, dann wissen wir 0 gleich 1 gleich 2. Dann war ja das Prinzip, wir addieren jeweils 1 drauf, dann ist 1 gleich 2 gleich 3. Und weil 0 gleich 1 ist, können wir hier vorne noch 0 dran setzen. Dafür funktioniert's. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, ne? Angenommen, unser k ist gleich 1, dann wissen wir 0 gleich 1. Dann können wir 1 drauf addieren, 1 gleich 2. Und weil 0 gleich 1 ist, können wir jetzt vorne dran setzen. Ne? Das Problem taucht auf, wenn k gleich 0 ist. Aus dem Induktionsanfang wissen wir 0 gleich 0. Wenn wir jetzt 1 drauf addieren, haben wir 1 gleich 1. Jetzt kann ich hier aber aus dem Induktion, aus der Voraussetzung hier mit dem k gleich 0, ich kann hier nicht schließen, dass das auch 0 gleich 1 ist. Ne? Ich kann hier nicht 0 gleich 1 von dran schreiben. Hier steckt es drin. Hier steckt es auch drin. Und bei jedem anderen k steckt es auch drin vorne, aber nicht ganz am Anfang. Das heißt, was misslingt, ist dieser Schritt. Hier funktioniert es, da funktioniert es, da funktioniert es, da funktioniert es, aber nicht da. Ja? Weil wir in diesem Schritt von der 0 auf die 1 aus 0 gleich 0 nicht schließen können, dass auch 0 gleich 1 ist. Das ist also ein sehr diffiziler Fehler, ne, auf den man erst kommt, wenn man sich wirklich ganz an den Anfang begibt der vollständigen Induktion. Für die 0 hat man es gezeigt, aber aus der 0 können wir es nicht für die 1 schließen. Könnten wir das? Dann hätten wir auch gezeigt, aus der 1 folgt die 2, aus der 2 die 3 und so weiter. Aber hier steckt ein Denkfehler drin. Also letztlich steckt der Denkfehler hier drin, dass wir bei diesem außerdem 0 gleich 1, das hier, dass wir die 0 vorne dran setzen können noch. Das funktioniert nur ab
k gleich 1. So, haben wir also gezeigt, die vollständige Induktion ist falsch und da ist ein Fehler drin.